Ergebnis sind. Okay. Und hier ist noch ein Schatz. Damit haben wir auch hier schon alles eingesammelt. Das ist ja super. Jetzt wollen wir nur noch gucken, wo denn hier der eine Schatz ist. Bei einem Felsen. Das könnte der sein. Muss natürlich nicht zwingend. Also daneben hier so ein paar Palmen. Das würde auch hinkommen, aber ich glaube fast, das ist nicht das, was ich suche. Doch, könnte aber eigentlich. Ja. Es muss dieser Fels sein. Sonst? Irgendwo hier? Da. Diesen gelblichen Schimmer habe ich vorher auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das vorher sieht oder ob man wirklich halt nur, wenn man da direkt dran steht. Ein Plan. Die Schlangengalionsfigur ist jetzt in der Kapitänskajüte verfügbar, okay? 2 von 22 vergrabenen Truhen. Wuppdidudidu. Okay. So, ich würde mal sagen, wir machen nochmal ganz kurz Schnellreise und dann gehen wir tatsächlich nach Nassau. Erstmal. Auch wenn wir ganz viele tolle Schatzkarten haben und ich die alle theoretisch gerne hätte. Aber, ja. Dazu dann später mehr. Haben wir jetzt da geradeaus ein bisschen Treibgut, das holen wir uns. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir vielleicht bei unserem ganzen Herstellungszeug schon irgendwie wieder was herstellen können. Ich glaube, der ist noch nicht so ganz dran, aber naja, mal gucken. So, Nassau ist hier geradeaus, ja? Jo. Okay. Nassau, zu diesem Ort reisen, ja. So eine große Insel und die kann ich nicht alleine erkunden und kann dann in die Stadt gehen. Schade. Na, was soll's. Nassau, Bahamas, September 17:15 Uhr. Los, Captain Kielbock! Sag mir, ich stehe unter Arrest! Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Okay. In Nassau gibt es natürlich wieder eine Menge zu tun. Das wird lustig, das wird toll. So, Herstellung ist verfügbar. Wir gucken mal ganz kurz, was unter Herstellung verfügbar ist. Da bräuchten wir Buckelwalhaut. Wo soll ich denn die herholen? Ein Gesundheitsupgrade, das können wir herstellen. Das ist doch nicht verkehrt. Und ein Beutel für Pistolenmunition. Brauchen wir Wildschweinhaut? So viel Wildschwein haben wir gar nicht erledigt. Doch, haben wir. 10 zusätzliche Kugeln ist natürlich auch eine nette Menge. Das mache ich doch mal gern. Okay. Was gibt's bei Edward Upgrades? Wahrscheinlich nur Sachen, die ich halt irgendwo anders halt kaufen könnte. Da müssen wir dann halt erstmal in den Shop oder sowas reinkommen. Ich guck mal ganz kurz. Was denn hier so in der Nähe wäre? Nichts Unmittelbares. Gehen wir mal zum Assassinenauftrag. Das ist das Nächste, was ich jetzt hier so gesehen habe. Kein Synchronisationspunkt. Nein, so, da ist ein Laden. Da können wir doch gleich mal gucken, ob wir mal ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben doch so viel.
Wenn man so viel hat, muss man auch so viel ausgeben. So, guten Tag, guter Mann. Ich würde eigentlich halt auch gerne meine Montur endlich wechseln. Dass ich endlich aussehe wie ein vernünftiger Assassine. Piratenmantel ist natürlich auch nett. Piratenkapitänsmontur. Politiker, aha. Altair, okay. Ezio-Grube haben wir auch. Connors-Montur, okay. Ich hätte gern den Piratenmantel. Ja. Dazu dann das hier auch noch. Bin ein richtiger Piratenkapitän. Bei Bedarf. So, jetzt haben wir noch 7000. Was wäre denn Fracht? Zucker und Rum könnte ich kaufen. Nee, verkaufen. Ah, okay. Jagdbeute können wir verkaufen. Aber wir können auch Jagdbeute kaufen. Okay, damit ich nicht selber jagen muss, ja. Ups. Kunstgegenstände. Das sind Dinge, die wir kaufen können, ne? So, Schwertsets. Was haben wir denn da, was irgendwie mal wieder toll und neu wäre? Das ist das, was wir haben. Das macht auch am meisten Schaden. Das andere kommt doch gar nicht ran. Dann halt nicht. Pistolen. Maximalen Schaden wäre schön, aber sowas haben wir nicht. Dann nicht. Okay. Ich habe mich zumindest umgezogen. Warum redest du Englisch? Naja, egal. Wir haben eine Piratenmontur, wir sind jetzt ein richtiger Pirat. Wenn schon, denn schon. Dann müssen wir auch ein bisschen nach Pirat aussehen, ja? Jetzt reden sie hier alle Englisch. Was soll denn das? Was soll denn ditte? Jetzt hätte ich hier irgendwas umgestellt. Da ist ein Shanty. Ach Mist. Ja, spring doch ganz woanders. Ist okay. Kommen wir später nochmal hin. So. Auftrag annehmen. Ja, bitte. So, das Attentatsziel. Der Piratenkapitän. Okay. Irgendwie macht die Musik. Was soll sie mal machen? Darum muss ich hin für die Quest. Ah, ist ein Schatz. Wo genau? Nach unten, ne? Ja. $205 Geld. Fast 300 Geld. Oder sogar über 300. Ist gerade ein bisschen verwirrend, dass die alle Englisch reden. Was mich nicht stört, ne? Aber halt, so. Ja, nicht üblich, sag ich mal. Na komm, 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 komm. Alter, ja, dann halt nicht. Nee, nee, wenn er nicht weiterspringen will, ja, dann kann ich das auch nicht ändern. Ganz ehrlich. Müssen wir das halt später nochmal machen. So, jetzt aber erstmal zum Assassinenziel. Ich glaube, ich schaff's.
So. Noch sehe ich aber nicht, wo ich hin muss. Ups. Ja, guten Tag. Aua. So, immer drauf. Oh, immer drauf geht anders. Alter. Ja, wie viele soll ich noch kontern hier? So, hab ich. Sehr schön. Es kann nur einen Piratenkapitän geben. Und das bin ich. Oh, ja, hallo. Fünfmal kontern später. Ist doch wahr. So, und ich glaube, das war's dann. Puh, okay. Das war ja fast anstrengend. So, dann gucken wir mal, was denn da hinten unsere Mission sozusagen hat. Erstmal. Wir werden hier schon noch genug sammeln und entdecken und machen tun. Halt erst ein bisschen später. So, Edewaldi. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Das erklärt, warum alle Englisch reden hier. Okay, Crew der Jackdaw. Die Sansei repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern, sie können Piraten in Not helfen. Okay. Als ob ich so wenig Dinge hätte, ne? Ich hab so viel Piraten angehört, aber wirklich. So viel. Da, ich höre schon, wie die Piraten hier kämpfen. Guten Tag. Soll ihr helfen? Ja. Hallo, drauf da, immer drauf. Triff gar keinen Falschen. Vielen Dank. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Yeah. Okay. Dann mal weitere holen. Wenn das nur Attentatsziel ist, das wir uns aneignen könnten.
Aber muss er nicht jetzt sein? Das können wir dann immer noch machen. Oh Gott. Okay. Da müssen wir dann gleich uns durchkämpfen. Da auch. Hallo. Warte, hier sind sie doch schon wieder am Kämpfen. Guten Tag. Ich war's. Gib's zu. Ich hab genug gelitten. Lass mich in Frieden. Verdammt. Tu ich doch. So, bitteschön. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Okay. So, dann holen wir das, das und dann das. Okay. Aber man kann auch Leuten in Seenot helfen. Dann kriegen wir auch Crewmitglieder. Das Tutorial hat da voll gelogen. Also richtig. Da läuft er am Schatz vorbei. Hat ihn da kaputt. Holen wir uns alles noch. Keine Panik. Ups. Naja. Wenigstens hat er Munition dabei. Steckt in seinen Körper drin. Nehmen wir mal mit. So. Nächster Ding war ja schon einer dieser bewachten Dinger. Da können wir auch gleich den Synchronisationspunkt uns dann holen. Damit wir mal einen wenigstens haben hier auf der Insel. Ups. Einsatz mit X, das war wohl nix. Ja, jetzt habe ich sie alle angelockt hier, ne? Alle. Ja, okay, es kommen neue Q-Anheuerungspunkte dazu, weil ich halt das hier vergeigt habe. Halt, ne, bei sowas, ne, wo es dann halt ums Anschleichen geht und, ne, so, hey, die werden schon bedroht zur Exekution und sowas. Da bin ich natürlich halt nicht ganz so gut drin. Klingt klingonisch, ist aber so. So. Okay. So, zwei mehr. So, welcher ist jetzt der nächstgelegene? Der hier. Dass die auch hier so auf offener Straße quasi exekutiert werden, ne? Ist auch ganz schön. Wäre eine echte Schande, das Spektakel den Leuten vorzuenthalten. Ja, also wirklich. Danke. Bitte. Kenway, richtig? Ich bin auf. So, drei Stück noch. Die kriegen wir vielleicht da hinten. Wenn ich mich vielleicht nicht ganz so doof anstelle oder so. Mal gucken. Hier ist irgendwo ein Schatz, den kann ich kurz mitnehmen. War mal ein Schatz zum. Mitnehmen, nicht zum Hirsen. 22 Truhen haben wir hier allein in Nassau. Das wird lustig. So. Ganz kurz hier mal ums Eck. Das ist ein bisschen laut Radar, so ein bisschen verwirrend hier gerade. Nee, doch nicht. Sah aber ein bisschen so aus gerade. So. Kommen Sie mal rum hier ums Eck oder so. Die da hinten, da stehen sie schon und wollen exekutieren. Da, ich habe ihn am Fuß getötet. Ups. Okay, der
Er hat mich da hinten gesehen. Oh, shit. Na. Ob sie mich noch sehen? Der da hinten, da hat fast was gesehen. Dreh dich mal um. Na 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 na. Sieht mich nicht. Dreh dich einfach um. Einfach umdrehen. Einfach woanders hinschauen. Nicht hierhin. Woanders. Ist doch nicht so schwer. Ja, hier drüben. Hallo. Okay. Ja, da sieht mich halt leider immer noch. Das kann ich nicht so weit werfen, ne? Schade eigentlich. Ja, der bewegt sich wenigstens hier und da mal ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt gleich zum Heuhaufen rüber dackeln. Und wenn er sich umdreht, gehen wir da ran. Geht doch. Alles gar kein Problem. Alles machbar irgendwie. Upsala, und weg. Tschüss. Aua. Da sollen wir noch eine andere Hinrichtung erreichen. Ist ja auch ganz toll. Ja. Alter, geh wo du wohnst, ganz ehrlich. Hallo? Okay. Wo ist die Hinrichtung? Vom ADW. Adewalle. ADW. Nicht lustig. Ich komme ja schon. An den Händen dieses Piraten klebt das. Ups. Oder meine Crew werden die Rechnung begleichen. Russell. Na. Lass das wohl. Was? Verbündeter Tod. Ach, Kacke. Dabei fand ich das, ne, anfangs schon mal gar nicht so verkehrt, ihm einfach aus der Menge heraus ein Messer in die Gegend zu schmeißen. Aber ich habe halt auch zu wenig Wurfmesser für sowas. Leider. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten. Gut, Captain. Ja, wo ist der denn hingeflogen? Okay, was? Verbündet? Wieso ist da ein Verbündeter? Die sind doch alle da. Hä? Ach, auf das Seil schießen und den Piraten retten. Ah, okay. Ja, weil keine Zeitanzeige mehr da war, ne? Ich war verwirrt. Na komm. Oh. Ja. Okay. Müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Captain Kenway, kommt schnell.
Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Dieses Piraten klebt das Blut. So. Nicht schön, aber selten. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, da irgendwie auch mal mit dem Schwert irgendwie, ne, das Seil zu durchtrennen. Hat alles nicht so gut funktioniert, wie man gesehen hat. Hallo? Was? Achso. Weil da einfach jemand geschossen hat, okay. Mist. Da wollte ich, ne, die halt irgendwie mit beiden Pistolen noch erschießen. Hat nicht so gut funktioniert. Aber so ist es schon so ein bisschen der richtigere Weg. Da müssen wir es halt nur noch alles hinkriegen. So. Guten Tag. Menschlicher Schild hier. Und hier. Und jetzt müssen wir eigentlich noch den da oben hinkriegen, ne? Oder halt auch nicht. Anonym zu werden, okay. Ja gut, der anonymisiert mich von selbst. Ist auch okay. Okay. So viel dazu. Jetzt zurück zur Taverne. Ich wollte eigentlich noch den einen Synchronisationspunkt haben, ne? Kam ich jetzt im Getümmel vorhin auch nicht mehr dazu. Ja, machen wir halt dann, wenn wir jetzt hier gleich sowieso alles angehen. Das wird schon. Aber erstmal die Teilmission abschließen. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Tatsch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja, jetzt wollen wir doch nochmal sehen, ob das halt wirklich alles Fantasie ist. Aber nun gut, ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht und was wir alles in Nassau so Schönes, Tolles entdecken können, das und vieles mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.